wupp, wupp. Hallihallo, ich heiße nicht nur Johnny Fettfinger, sondern euch auch herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Wir spielen dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wie versprochen. Geht nicht auf. Kann ich hier reinjumpen? Okay. Nix. Dann denke ich, hier oben werden wir uns vom Acker machen. Und schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp, Kartoffelsupp. Okay. Ich guck mal hier hoch. Na nun, was war das für ein Geräusch? Mal gucken. Da liegt etwas. Was weiß es? Kann ich hier oben? Was ist das hier? Was ist das? Kann ich das aufheben? Ich kann halt nicht erkennen, was das ist. Na, Bob. Der greift aber auch nicht das Teil hier. Ist so wenig Licht. Ach, das ist eine Axt. Jetzt habe ich sie. Da unten steht noch eine Kiste. Ich nehme die Axt mal mit runter. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ah, okay. Klar, ich bin ja einmal rumgegangen. Ich bin ja oben rum. Die Tür ist ja verschlossen. Dann versuche ich jetzt auf die andere Seite zu gehen, wenn wir da überhaupt hinkommen. Und die zu öffnen. Und dann wahrscheinlich werden wir die Axt irgendwo benötigen. Die liegt ja nicht umsonst dort. Noch weiter. Hier ist noch eine Box. Hier noch eine große. Okay, und da drin haben wir auch noch eine. Muss man alles immer vor Augen haben. Oder im Hinterköpfchen. Hier haben wir dann noch eine dicke, fette Ladde. Mach das erstmal auf hier. Bleib offen, bitte. So, okay. Da kommt man wieder zurück. Springen schaffe ich bestimmt nicht. Keine Chance. Dem Brett kommen wir ja auch nicht weiter, aber wir haben hier einen ziemlich großen Baumstumpf, einen Rest vom Baum. Und wenn wir schon eine Axt haben, kann man ja mal versuchen, ob man
man den fällen kann. Er hält sich wieder am Boden fest. Seht euch das mal an. Ja, ich hab das schon mal reingehauen. Zack. Ja. Oh, da fällt das schon. Das war jetzt nicht so gut. Nicht unbedingt die richtige Richtung. Ist aber ganz schön stark, der Bob. Bewegt sich nicht wirklich. Und weg ist er. Ah, jetzt liegt er besser. Jetzt kann er auch nicht mehr zur Seite wegrollen. Perfekt. Das nenne ich mal perfekt. Ich ziehe ein bisschen weiter ran, nicht, dass er mir wegrutscht. So dürfte das okay sein. Nein, der rutscht. Und tschüss. Der arme Bob. Wartet mal, wenn ich den eine Etage tiefer da unten ansetze, dann kann er auch nicht nach vorne rutschen. Aber jetzt klappt das auch nicht so wirklich. Ich versuch's nochmal. Ganz langsam. Und hops. Hops. Geschafft. Jawohl, ich hab's geschafft. Und wo geht's jetzt hin? Wo soll ich zuerst hin? Versuche erstmal hier zu klettern, um eine gute Übersicht zu bekommen und hier irgendwelche Geheimgänge frei zu schaufeln. Okay. Hier sind Schienen. Kann ich da rein? Steine. Noch mehr Steine. Hier ist ein Gang. Ich hole die Steine hier mal raus. Mal gucken, wo der Gang hingeht. Die liegen da ja nicht zum Spaß. Es ist aber auch dunkel hier drin, man sieht nichts. Oh, ich wurde vom Stein erschlagen. Aua.
Hier ist nichts. Dann schaue ich, was ich mit dem Waggon dort tun kann. Vielleicht muss ich die Steine da reinfüllen. Ist auch wieder so ein Gang mit Steinen, aber die hole ich da jetzt nicht raus. Schwer. Jetzt noch den großen Brocken. Okay, lässt sich bewegen. Es bewegt sich. Oder? Ich komme noch voran. Lol, wie das aussieht. Jetzt habe ich auch den Griff. Jetzt sieht man auch ein bisschen besser. Ah, so langsam geht's. Und jetzt da rein. Und jetzt runter fahren. Jo. Sieht aus wie diese Kohle an, wo ich in dem Industriegebiet war mit den Turbinen. Braucht man vielleicht später? Ich habe keine Ahnung. Schau mal weiter, hier ging es ja noch weiter. Feuer hätte man hier auch. Ein Amboss. Und hier nochmal so eine Anzeige. Da unten liegt auch Kohle drin. Okay. Kann man das Amboss bewegen? Ja. Ein Schloss? Ein dickes, fettes Schloss. Was ist das hier oben? Kann man da durchschauen? Ich gehe noch mal rein. Nee. Okay. Aber hier ging noch irgendwo was. Hier oben. Ich werde nachher die Kohle holen, die ich gefunden hatte. Und dann da unten reinfüllen und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Aber was ist hier mit diesem Käfig? Ich mich da dranhängen. Das sieht ja mal wieder sehr spannend aus. Kann ich hier hoch?
eigentlich mit dem Amboss? Und was mache ich hier? Ich probiere mal was aus. Oh, das klappt. Ist ja toll. Gut, dass hier die Box steht. Also es gibt wohl auch zwei Wege hinzukommen. Einmal an der Wand, wo ich gerade war. Ich weiß nicht, ob man da wirklich hochkommt. Vielleicht mit dem Amboss. Oder wenn man öfter probiert zu springen. Oder halt hier an dem Käfig entlang hangeln. Vielleicht hätte ich auch erst Feuer machen müssen unten und dann hierhin. Ich weiß es nicht. Man hat ja hier auch keine Hinweise, nichts. Muss man alles selber herausfinden und erkunden. Aber ist auch gut so. Das macht ja auch Spaß. Was ist das? Ein Stein? Da liegt noch einer. Oder Kohle? Nein, Steine. Okay. Da Gewichte reintun. Und dann öffnet sich das vielleicht. Ich probiere das einfach mal aus. Könnte sich bewegt haben. Ich meine, das hat sich bewegt. Ja? Ah! Okay, das ist schon mal offen. Bevor ich hier reinflitze, schaue ich aber hier oben nochmal weiter. Da war ich ja gerade drin. Was ist das? Boxen. Ob ich hier wohl hochkomme, wenn ich die Box so hinstelle? Ist eine Menge zu tun. Hier oben, da unten, vielleicht hier. Weil das sieht so aus, als ob ich da oben auch noch mich entlang hangeln könnte. Ja, stell ihn. Geht doch. So und so. Die Box hier hin. Man muss einfach überall mal schauen. Ja, das ist sehr kippelig. Sehr wackelig ist das. Ist natürlich auch nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Wenn ich die Box ein bisschen weiter hierher ziehe, dass die hier anlehnt, genauso. Steck fest. Jetzt bin ich wieder frei.
Und hoch. Na komm schon. Aha. Aber ich glaube, hier oben gibt es nichts. Habe ich mir die ganze Mühe wohl umsonst gemacht hier. Oder war das richtig da drüben? Ich meine, da geht ja auch eine Treppe hoch. Seht mal, zu dem Pendel. Vielleicht wäre das richtig gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier unten rein soll und ich dann nochmal hier kommen werde. Lässt sich schlecht einschätzen. Ich versuche das jetzt nochmal rüber zu. Ist ein bisschen doof, wenn man nicht weiß, was man zuerst machen soll. Und ob das überhaupt richtig ist, was man macht. Ich kann hier schon runter, glaube ich. Da ist ja eine Treppe. Ah doch. Okay. Ich wäre dann hier, wo wir es vorhin geöffnet haben. Hätte ich nicht machen müssen. Also falls ihr das auch spielt, entweder hier mit dem Stein und dem als Gewicht, damit hier das Gitter hochgeht, oder so wie ich das eben gemacht habe mit den Kisten. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten und es ist auch schön, wenn man mehrere Möglichkeiten herausfindet. Hat jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber finde ich cool. Hat auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit meinen Let's Plays, dass ich nicht so viel quatsche. Muss ich jetzt da oben lang? Oder hier rum. Hier würde ich ja auch schon reinkommen. Aber ich glaube, ich muss hier oben an den Pfosten. Nee, das passt nicht. Ah, da wird es schon kompliziert, seht ihr? So schnell geht das. Ja. Bob. Hoch den Hintern. Komm. Super. Was muss ich jetzt machen? Noch höher? Nee. Mich an den Pendel dranhängen? Oder noch höher? Aber hier komme ich. Hier komme ich nicht weiter. Ich gehe mal zum. Ich hänge mich mal ans Pendel. Ne, da passiert nichts. Ich gehe mal auf die andere Seite. Und hier jetzt raus. Und jetzt geht's weiter hier hoch. Haha! Johnny Fettfinger ist da. Ja, das scheint richtig zu sein. Freunde, ich bin der Beste. Ich klopfe mir selber auf die Schulter. Und das darf ich auch zurecht. Oh je, ist ganz schön hoch. Das mag ich gar nicht. Oh, was leuchtet denn da oben? Ach, Strom. Seht mal, ich dachte, das ist so Weihnachtsbeleuchtung. Nee, das ist Strom. Was mache ich hier am Zeiger? Ich drehe am Rad.
Hier drin drehen. Wie rum denn drehen? Rechts, links? Zeiger bewegen sich dann, glaube ich. Ja. Auf was für eine Zeit denn? So wie hier auf 12? Ich will los. Gar nicht so einfach. Und ach so, das ist für die Minuten. Nee. Verstehe nicht, da ist doch nur noch ein Zeiger dran an der Uhr. Was soll ich denn da einstellen? Steht doch auf 12 Uhr. Wie kriege ich denn die Uhr auf 12 Uhr? Junge, diese Steuerung, echt. Okay, so könnte es klappen. Ah, jetzt habe ich's. Wenn die jetzt auf 12 Uhr stehen, die beiden Zeiger, jetzt sind sie ja übereinander. Ah! Die stand hier nämlich auch auf 12 Uhr, das ist nämlich der große Zeiger. Und der kleine ist dahinter oder davor. Und jetzt? Ah! Ist das der Schlüssel, den wir für das goldene Dingsbums brauchen? Das ist ja klasse.
Wie komme ich denn jetzt zurück? Ja. Ich weiß, ich habe vorhin nämlich was gesehen, wo ich mich gewundert habe, was das soll. So langsam geht mir ein Licht auf. Seht mal, da brauchen wir den goldenen. Oder da brauchen wir einen Schlüssel. So, jetzt haben wir ja hier den goldenen Schlüssel quasi. Den Rohling. Und hier in dieser Maschine müssen wir den anfertigen. Seht mal. Das sieht nämlich aus wie ein Schlüssel. Und ich habe mich vorhin gewundert, was soll denn dieses Symbol, weil das so auffällt. Und da auch die Laterne direkt daneben steht. Ich glaube, wir müssen das Teil hier anfeuern und können uns dann einen Schlüssel basteln. Passt da nicht rein. Naja, wird schon. Passt schon. Ne, dann versuche ich mal was anderes. Ich war doch vorhin dort oben, wo ich mich reingesetzt habe. Vielleicht muss der da oben rein und unten kommt der Schlüssel raus. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Aber... Ja! Ja, es wird gespeichert. Es wurde gespeichert. Ich bin echt gut. Und jetzt hole ich die Kohle. Und dann nehme ich von hier oben eine Fackel und feuer das Ganze an. Easy. Easy. Hops, hoch mit dir, Bob. Nicht nur hängen und pennen. Bob? Er tut, was er will. Ist noch nicht Wochenende, Bob. Den anderen auch. Die andere Kohle. Der nimmt die einfach nicht. Schmeiße ich die erstmal raus. Jetzt die. Ja, da komme ich nicht durch. Muss ich hier lang? Wie kriege ich denn die Kohle da jetzt raus? Doch, hier komme ich durch. Okay, da muss ich halt hier durch. Sah vorhin nicht so aus. Vom Weiten sieht das nicht so aus, als ob ich dadurch könnte. Aber ich kann. Dann tue ich das auch.
Wenn ich wieder beide Kohlen geschnappt bekomme. Man sieht das echt so schlecht hier. Mann, oh Mann, was für ein Mega-Rätsel. Die werden auch immer krasser, die Rätsel. Und jetzt mache ich ein Feuerchen. Ich hoffe, das klappt und dass jetzt nichts mehr fehlt. Och Bob, warum hast du wieder Faxen? Es brennt! Feuer! Feuer! Warum blubbert das? Warum kommt hier unten jetzt Gold raus? Hä? Aber der Schlüssel, es hat geklappt! Wupp! Wupp, Digga! Wupp, wupp! Es hat geklappt! Aber keine Ahnung, warum unten jetzt auf einmal Gold rauskam. So Goldnuggets. Das war echt witzig. Das sah lustig aus. Dringend stecken tut er. Ja? Komm. Ah. Oh, ich steck fest. Ich sehe nichts mehr. Bob. Alter. Wenn das kein Bug ist, dann weiß ich nicht. Mein Arm steckt da fest. Lol. Seht mal. Oh, Bob. Du Armer. Ich halte die Taste nicht gedrückt. Nichts. Nur springen. Bob. Dein Arm. Ein Megabug. Muss nicht sein, jetzt wo ich so weit bin. Bobby! Nein! Und dann die dramatische Musik dazu. Bobby! Er hat die Tür offen und kommt trotzdem nicht durch. Uah. Bob ist tot. Immer mit dem Kopf dagegen, der Arme. Der hat schon Kopfschmerzen. Ne. Da werde ich den Kontrollpunkt laden müssen. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht allzu weit weg entfernt. Nö, ist offen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Jetzt stecke ich hier oben fest. Komm schon. Boah, da habe ich aber noch Glück gehabt. Die Entwickler. Da haben sie nicht richtig aufgepasst. Oh, die Brücke, die ist kaputt. Na gut, dann geht's ja hier lang. Offensichtlich. Aber bis hierhin habe ich es ganz gut gelöst, Freunde, oder? Was meint ihr? Kann man nicht klagen.
Es wird gespeichert. Was ist dahinter? Wie kommen wir da rein? Ein Rätsel nach dem anderen, ja. Na, schafft das? Er schafft es. Was mache ich hier oben jetzt? Irgendwie. Ich versuche mal hier runter zu hopsen. Mal gucken, ob das passt. Jo, und wie das passt. Denke ich mal hier runterfahren. Erstmal festhalten. Wow. Oh. Endstation. Glück gehabt. Hier rüber hangeln. Gut. Gut. Nicht gut. Autsch, mein Kopf. Genickbruch. Oh, mega knapp. Schon wieder vorbei. Sah einfacher aus, als es wirklich ist. Ja, moin. Und auf ein neues. Boom. Sag mal, was ist denn da los heute? Junge, Junge, Junge. Ey, erst drücke ich zu. Früh die Springtaste und dann zu spät.
Das kann ja doch nicht sein, dass das jetzt so auffällt hier. Boom. Hier lang, da lang. Was ist das hier? Da ist ein Schalter unten. Sieht aus wie ein Aufzug. Mal hier überall drauf rumdrücken. Passiert nichts. Tot. Dann werden wir erstmal Strom drauf machen müssen. Dann können wir da hoch. Geht nicht auf. Oder? Bewegt sich ein kleines Stückchen. Okidoki. Klettern. Dann halt klettern. Bringt auch nichts. Gut, dann gehe ich erstmal in die andere Richtung. Dann drehe ich hier ein bisschen dran rum. Passiert auch nicht wirklich was. Kabel sind eingesteckt. Zeigt kein Volt an. Wenn ich hier dran drehe. Ja, da passiert was. Der Zeiger bewegt sich. Erstmal klettern. Klettern hilft immer. Hier gibt's nichts. Was ist das hier alles? Chemikalien? Hier oben lang. Okay. Was ist das hier? Eine Box. Das für ein Teil, das leuchtet grün. Eine Sicherung oder so. Das hat die gleichen Farben für Plus und Minus wie draußen. Dieses Gerät.
Vielleicht ist das eine Sicherung. Warum leuchtet die grün? Vielleicht eine Batterie. Hier stand ich doch vorhin von außen, wo ich nicht reinkam. Ich nehme das Ding jetzt mal mit und stecke das da hinten rein. Vielleicht. Aber am Aufzug? Da war doch nichts für eine Batterie, oder? Ich habe nichts gesehen. Andersrum. Ist das jetzt richtig drin? Ich drehe mal jetzt an der Kurbel. Passiert da was? Ach, Bob, halt dich doch da dran fest. Lass dich festhalten. Soll, dann macht das nicht. Ich glaube, der grüne Strich wird länger. Ist mehr geworden, oder? Sieht das nur so aus? Drehe ich richtig rum? Vielleicht andersrum? Das ist so nervig mit der Steuerung. Könnte mehr sein. Ja, ganz sicher wird das mehr. Boah, wie lange soll ich denn hier kurbeln, ey? Was haben die sich dabei gedacht? Ist jetzt mehr geworden oder nicht? Oh, er hält sich wieder überall fest, nur nicht an dem Teil. Warum geht das da nicht richtig rein? Ich krieg da schon wieder einen kleinen Ausraster. Dreh ich mal andersrum. Da passiert irgendwie nichts. Vielleicht auf der anderen Seite drehen. Kann man nicht wirklich sagen, ob da jetzt was geschehen ist oder nicht.
Oh, bei der Geschwindigkeit wird das doch nie was. Das ist sowas von bescheuert gemacht. Da passiert aber auch nichts an dem Teil. Ist das denn? Ich check es einfach nicht. Was ist denn jetzt das Problem? Habe ich was verpasst, übersehen? Vielleicht kann man hier noch hoch. Aber nee, das ist zu hoch, glaube ich. Obwohl. Na, aber das ist doch. Das ist eine Treppe. Ich glaube, da war ich. Ne, hier war ich noch nicht. Vielleicht muss ich hier noch irgendwas anderes machen. Was sind das für Teile? Oh, ich randaliere hier. Hier muss es doch noch irgendwas geben. Warte mal. Da oben lag, glaube ich, noch eine Batterie. Da lag was Farbiges. Jo. Vielleicht ist das die falsche Batterie, die ich da habe, oder ich habe keine Ahnung.
Oder Sicherung oder was auch immer das sein soll. Zwei passen hier ja nicht rein. Aber hier gehen ja auch noch Kabel in den Keller. Vielleicht ist da unten etwas. Ne, da falle ich runter. Gucken, ob das damit besser klappt. Ich glaube nicht. Boah, das ist so nervig mit der Kurbel, ja. Ich habe bestimmt wieder irgendwas übersehen. Dann sage ich mir später so Roffel. Ich check es nicht. Da tut sich aber auch nichts. Erstmal zum Fahrstuhl mal gucken, ob da überhaupt die Batterien reingehören. Hier muss doch noch irgendwas sein, was ich übersehen habe. Da unten ist der Schaltkasten. Ach, hier an der Seite. Eins. Zwei. Ich gehe noch mal in den Keller. Da muss doch was sein. Da gehen doch die beiden Kabel gehen noch runter. Und an dem einen Häuserdach, da war doch Strom oben an der Spitze. Hat man noch den Strom gesehen. Da. Aber da kommen wir jetzt ja nicht hin. Hier gehen die Kabel in den Keller. Ich gehe noch mal runter. Da muss doch was sein. Nee, hier ist aber nichts. Oder ist hier was hinter? Kann man gar nicht bewegen. Was habe ich denn hier verpasst? Hier war ich doch.
Ist hier was hinter? Ich habe doch irgendwas dann übersehen. Oder irgendwas checke ich hier nicht. Warum klappt denn das da mit der Kurbel nicht? Ich versuche die Batterie einfach mal umzudrehen. Vielleicht sind die Pole hier falsch angegeben, die Batteriepole. Bob, greift die Batterie. Nee, da macht das auch kein Geräusch und es sprühen Funken. Das ist falsch. Aber ich verstehe nicht, wie lange ich dann hier drehen soll. Dass man hier auch nicht durchgängig kurbeln kann, weil das viel zu hoch ist. Jetzt geht das so gerade eben. Jetzt ist er auf einmal voll. Ey. Jetzt... Hä? Jetzt schnell rausnehmen. Jetzt geht die wieder leer. Ich blicke es nicht. Ich blicke es einfach nicht. Warum geht die denn plötzlich leer? Jetzt schnell rausholen. Ey, das gibt's doch nicht. Ich check es einfach nicht. Das ist doch nicht...
eigentlich runtergeplumpst? Warum geht die denn von alleine leer und so schnell? So schnell komme ich doch gar nicht hier von der Kurbel weg. Nee, Freunde, ich check es nicht. Warum die Energie da wieder rausgeht? Vielleicht andersrum mal drehen. Vielleicht immer weiter drehen. Jetzt bleibt die voll. Alter Schwede, ich bin schon kurz vorm Ausraster gewesen. Man muss dann weiter drehen, nicht aufhören. Ich drehe wieder links rum. Links rum macht glücklich. Hat gerade auch geklappt, dann mache ich das jetzt auch wieder. Ah, so langsam geht's. Man muss aber echt viel drehen. Und das ist bei der Steuerung echt eklig. Bis dieses Geräusch kommt. Aber jetzt ist sie wieder leer gegangen. Jetzt ist voll. Schnell raus. Oh, Bob, greift die Batterie. Ich will die nicht wieder laden. Ich versuche mal beide Batterien zu greifen, dass ich nicht zweimal laufen muss für den Fahrstuhl. Jawohl. Da ist der Faulenzer endlich mal aktiv. Trägt er voll stolz seine Batterien weg. Lol. So, Bob, dann leg die Batterien mal ein. Sogar richtig rum. Fantastisch. Schön gemacht, Bob. Die Batterie schnappst du dir, Bob. Ah, Licht geht an. Ich drück mal hier unten noch drauf. Vier hoch. Ich will ja hoch. Nee, runter. Okay. Ich habe da drin ja auch einen Schalter gehabt. Und jetzt hoch. Oh, Bob schläft. Bob, aufwachen. Der hat so viel Maloch, der ist eingeschlafen.
Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Ich hab's geschafft. Da geht's nicht weiter. Hier darf geklettert werden. Oder darunter. Da bin ich dann auf der anderen Seite von der Brücke, die kaputt ist. Nee, ich glaube, ich muss hoch. Aber diese Rätsel, die werden immer knackiger mit der Zeit, je weiter man im Spiel kommt. Und auch immer zeitintensiver, merke ich. Aber das war echt doof mit der Kurbel. Was ist denn das da? Nichts. Wie komme ich hier jetzt? Wie soll ich jetzt hier hoch? Das ist so hoch. Ne, so hoch. Gehe ich mal hier lang. Hier gibt es natürlich nichts. Naja, gut zu wissen. Was ist hier hinter? Kann ich die Stange hier rausziehen? Nee. Wie soll ich denn da hochkommen? Das ist doch viel zu hoch. Hier ist aber auch nichts mehr. Ich weiß. Ich muss eine Kiste holen. Unten waren noch Kisten. Also die kriegen einen hier wirklich beschäftigt in dem Spiel. Das muss man denn lassen, den Entwicklern. Und das ist ein schön gemachtes Spiel, wirklich. Da ist wirklich viel Ideenreichtum eingeflossen in dieses Spiel. Das waren clevere Leutchen. Gucken wir hier. Ja, so ein Fass oder die Kiste hier kann man auch mitnehmen. Nee, jetzt klemmt die Kiste. Hat sich verklemmt. Dann nehme ich halt ein Fass mit. Passt natürlich nicht mehr durch die Tür. Nö, da werde ich den Kontrollpunkt am besten neu laden. So, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit weg. Nein, ich bin hier wieder hier oben. Ist okay. Ach, Bob. Jetzt hältst du dich aber echt für lustig. Warum klappt denn der Fahrstuhl nicht mehr?
Okay, versuche ich es halt nochmal hier. Ach, sieh mal an. Ohne Kiste. Manchmal muss man echt oft versuchen, irgendwo hochzuspringen, bis man es wirklich schafft. Es wird gespeichert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich gehe mal hier erstmal hoch. Nix. Gut, dann gehen wir ins Haus rein. Was ist das jetzt schon wieder? Hier liegen Kabel. Kabel, die werden wir irgendwo benötigen. Die liegen ja nicht umsonst hier. Diese komischen Kisten hier, keine Ahnung. Hier ist ein Fenster offen. Hier oben sehe ich schon was. Was ist das hier für eine Schnur? Hier ist ein Licht. Licht ist das hier wohl mit einem Magneten dran. Dann hole ich mal die Kabel von unten. Und das auch. Alle beide. Ups. Die Kabel haben sich irgendwo verklemmt. Kommt hoch, ihr doofen Dinger. Da geht's doch. Er hält sich mal wieder am Boden fest. Hier ist rot. Lol! Seht mal, wie das aussah. Er hält sich am Bein und am Kabel fest. Der Bob, das ist echt so ein Klassenkasper, so ein Clown ist das. Hoffentlich passt das hier bis hierhin. Ja. Oh. Das muss da drunter, glaube ich. Der Magnet mit dem Licht hier. Ah. Da ist jetzt das Fenster auf. Aber ich schaue nochmal hier hinter der Tür, wenn die aufgeht. Geht nicht. Das war jetzt aber easy. Da sind noch Treppen. Komme ich? Ne. Da muss ich mich hier wohl dran baumeln. Und dann hier. Ah, ich muss nicht runter, sondern hier. Na. Das baumelt nicht so richtig schön, wie ich das will. Nee. Ich muss weiter unten greifen.
Also das war ein bisschen entspannt jetzt, wo man hier so gerätselt hat. Ein bisschen etwas Leichteres. Ist wirklich entspannt. Also das haben die auch echt gut gemacht, die Entwickler. Jetzt habe ich zu spät gegriffen. Ah, du kannst jetzt wieder hochlaufen, Bob. Ah. Ich sag dazu nichts. Ja, das sieht ganz gut aus. Uff. Wie er da klemmt. Kann ich hier stehen? Ah, knapp. Auf den Rand und jetzt hier hoch. Oh, das ist doch mal wieder miserabel, ist das. Das war bis eben so entspannt hier oben, die Easy-Aufgabe. Und da kommt wieder so ein Kracher. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, man muss da überhaupt hin, aber anders kann ich mir das nicht denken. Warum sollte ich nach da unten baumeln? Jo. So, jetzt gerade baumeln. Das kannst du doch, Bob. Da traue ich dir zu. Er hängt im Baum. Moin. Moin. Oh. Ja. Komm schon. Bob. Ja. Boah. Wenn ich das jetzt noch hätte zwei, dreimal machen müssen, hätte ich einen Cut gemacht. Weil das will sich auch keiner angucken, wie ich da 100-mal versage. Aber ist noch gut gegangen. Ist noch im Rahmen, finde ich.
Unten, das war ja die Tür. Ist jetzt von der anderen Seite. Mache ich trotzdem mal auf. Man weiß ja nie. Geht das überhaupt? Vielleicht brauche ich denn das Brett auch. Das ist aber ein komisches Konstrukt. So. Nee. Geht nicht. Was ist das denn da unten? Frankenstein. Und das Exit-Schild. Brauche ich die Batterien hier vom Fahrstuhl? Oder was soll das? Das ist das Exit-Schild. Soll ich mal runterspringen? Oder hier mal hin? Bring da mal runter. Kabel. Das blaue Kabel ist irgendwie zu kurz. Ist rausgegangen. Was ist das hier? Die Länge, die reicht nur bis bei Plus. Jetzt geht's so ganz knapp. Mal gucken. Ein Kabel und zwei Batterien oder zwei Akkus, besser gesagt. Brauche ich. Was ist das hier für ein Teil? Was passiert denn da, wenn ich hier dran drehe? Ach,
Ja, das. Verstehe. Ich denke, der muss zurück, wo er war, wo er gerade war. Da werde ich wahrscheinlich die Batterien reinlegen müssen. Wenn ich hier welche finde. Also ich denke, dass ich die hier finde natürlich. Wisst du nicht. Aber zwei Batterien oder Akkus für oben und ein Kabel brauchte ich doch. Wo soll ich das sonst herholen? Also vermute ich, dass das hier zu holen ist. Wow. Da unten liegt schon eine. Oder was auch immer das ist. Das ist keine Batterie, irgendwas anderes. Egal, auf jeden Fall müssen wir das da oben für den Frankenstein rein stopfen. Ah, da liegt noch die. Da liegt die zweite. Cool, jetzt brauche ich noch ein Kabel gleich. Und da muss ich wissen, wie ich hier rauskomme. Fantastico! Da hinten liegt ein Kabel. Erstmal bringe ich die Sachen hier hoch. Ja, habe ich doch richtig geschätzt. Passt. Jetzt noch das Kabel und dann wieder zurück. Also das sind wirklich gigantische Rätsel, sind das teilweise. Okay, wie kriege ich das Kabel da rein? Nicht so einfach, das Kabel hier reinzubekommen. Ja, gut. Wie komme ich jetzt wieder zurück da hoch? Wahrscheinlich genauso, wie ich hergekommen bin.
Perfekt. Ich bin echt gut, muss ich schon sagen. Ganz schön weit muss man das schleppen. Boah. Da haben die sich auch wieder was einfallen lassen. Was man alles braucht. Damit Frankenstein zum Leben erweckt wird. Und hopp. Müsste jetzt wirklich alles haben. Die Frage ist, wie ich mit den Dingern jetzt hochkomme zu dem Raum mit der Elektronik. Das Kabel kann ich ja hier schon mal installieren. Ach, hier ist doch eine Tür. Vielleicht ist da der Raum dahinter. Habe ich jetzt erst gesehen. Oder was ist das? Gucke ich gleich mal. Nicht so viel auf einmal. Aber dieses Kabelwirrwarr, da wird mir übel. Ich denke, der Schalter ist aber noch nicht aktiv hier. Mm-mm. Hier ist doch eine Tür. Jawohl, jetzt kann man auch die Teile hier einbauen. Eieieiei. Gar nicht so einfach, das da einzubauen. Das soll ja auch vernünftig sein.
Okay, das ist richtig. Der noch nicht. Jetzt aber. Mal gucken, was da unten passiert. Noch nichts. Erstmal den Schalter in Stellung bringen hier. Jawohl. Geräucherter Frankenstein. LOL! Guck mal, wie der wegfliegt. Ultra LOL. Und damit ist der Exit offen. Jawohl. Wupp, wupp, Digga. Wupp, wupp. Es lebt. Es lebt. Trophäe erhalten. Es lebt, Digga. Es lebt. Boah. Hier geht's demnächst weiter, ihr Lieben. Ihr könnt gerne einen mega fettigen Daumen nach oben da lassen und auch gerne kostenlos abonnieren. Das kostet euch nichts. Und ihr werdet ständig von mir unterhalten. Ist das nicht toll? Da freut man sich doch drauf, oder? Und gerne auch kommentieren, wie euch meine Let's Plays gefallen. Ob ihr das Spiel auch spielt, wie weit ihr schon gekommen seid, ob meine Vorführungen hier vielleicht eine Hilfe für euch sind, weil Fehler, die ich mache, müsst ihr dann ja nicht nochmal machen, wenn ihr das Spiel auch spielt. Und ich freue mich, wenn ihr demnächst auch wieder reinschaut und ich hier weiter zocken kann hier für euch, mit euch gemeinsam quasi. Ich habe euch ja immer vor meinem geistigen Auge. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch Gesundheit und Wohlstand. Ich küsse eure Augen und ich kämme eure Haare. Vielen lieben Dank für den ganzen Support. Euer Johnny Fettfinger. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.